Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Marie Wennmann und ich grüße dich und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, rund um die Berufung, Lebensaufgabe, dem Seelenplan. Es ist wirklich schön, dass du hier bist, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und heute geht es mir um das Thema Erfolg, nämlich um deinen Erfolg. Und zu diesem Thema gibt es natürlich viele Tipps, Tricks und so weiter, Methoden, Tools, Möglichkeiten, wie wir erfolgreich sein können, wie wir erfolgreich unsere Ziele, Herzenswünsche und so weiter erreichen können. Heute möchte ich dir eine Möglichkeit an die Hand geben, eine Technik, die ich persönlich sehr, sehr wertvoll finde und mit der ich schon sehr viele erfolgreiche Erfahrungen gemacht habe, bei mir selbst natürlich, aber auch bei meinen Klienten. Und zwar basiert das Ganze auf der Thematik der richtigen Fragen, also die richtigen Fragen zu stellen. Weil wenn wir die richtigen Fragen stellen, dann bewegen wir uns nicht nur, bewegen wir uns in den Raum des Möglichen und bekommen auch die richtigen, in Anführungsstrich, Antworten. Das Ganze habe ich schon, zu diesem Thema habe ich schon eine Videoreihe gemacht, eine kostenlose Videoreihe, nämlich wie du mit 15 Fragen deiner Berufung näher kommst. Und zwar, das verlinke ich hier oben, unten, wie auch immer es später sein wird. Und da erkläre ich auch ganz genau diese Hintergründe, wie wertvoll das ist, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen und welche Auswirkungen das Ganze hat. Und auf dieser, wie gesagt, auf dieser Methode im Grunde basiert das, was ich dir heute ans Herz legen möchte. Wie gesagt, es geht einfach darum, dass wenn du ein bestimmtes Ziel hast, wenn du deine Berufung leben möchtest, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dich gesünder ernähren möchtest, eine neue Liebesbeziehung haben möchtest, mit deinem Kind die Beziehung verbessern möchtest, egal, ist egal. Du kannst diese Thematik in jedem Bereich einsetzen, wo es darum geht, dass du einfach erfolgreich in deiner Thematik bist. Ich würde dir aber empfehlen, diese Methode in Anführungsstrich immer nur für eine Thematik anzuwenden. Und wenn du das ausreichend getan hast, dich ganz darauf eingelassen hast, kannst du die nächste Thematik angehen. Also jetzt kümmerst du dich zum Beispiel um das Thema Berufung und du arbeitest ein bisschen. Ich empfehle dir auch wirklich ein paar Tage mit dieser Thematik zu arbeiten. Und wenn du merkst, okay, es tut sich immer mehr, dann kannst du natürlich auch die nächste Thematik, die dir am Herzen liegt, bearbeiten. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist ganz, ganz einfach im Grunde. Ich habe drei Fragen für dich am Start, die dir helfen, wirklich dein, erfolgreich zu sein in dem, was du dir wirklich wünschst. Und zwar, ich empfehle dir, bevor du loslegst, dir einen Raum zu schaffen oder dich irgendwo hinzusetzen, wo du wirklich Ruhe hast, wo du zu dir kommen kannst, wo du bei dir ankommen kannst. Das kann bei dir zu Hause sein, in einem Raum, wo du ungestört bist, vielleicht sogar mit einer schönen Musik im Hintergrund, die dich inspiriert, die dich berührt, die dich öffnet. Ja. Aber natürlich auch, ich persönlich bin ein Naturjunkie, also wenn du die Möglichkeit hast, rauszugehen in der Natur, das Ganze zu machen, zu schreiben, dann ist es nochmal eine ganz wunderbare Sache. Ja, und dann eben empfehle ich dir, die Antworten aufzuschreiben, sie nicht nur eben so zu beantworten, weil alles, was wir aufgeschrieben haben, was wir rausgelassen haben, also nicht nur in unserem Kopf wütet, in Anführungsstrich, das hat wirklich auch Kraft und Manifestierkraft sozusagen. Deswegen also entweder an deinem Laptop oder an deinem PC einfach reinschreiben die Antworten, die Fragen und die Antworten, oder du nimmst dir ein Papier und so auf die herkömmliche Art und Weise und machst dir deine Notizen. Okay, und die erste, also konzentriere dich jetzt, bevor du loslegst, auf dein Thema, in ein Thema, in dem du erfolgreich sein möchtest. Ja, okay, das ist der erste Punkt. Und jetzt kommt die erste Frage. Und zwar, die Frage lautet, wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass der Erfolg deiner Aktion, deiner Sache, deines Zieles, dass der gewiss ist? Wie fühlst du dich da? Lass dich bitte bei dieser Frage wirklich gefühlsmäßig darauf hinein und schreib wirklich aus deinem Gefühl heraus, wie fühlst du dich, wenn diese Sache sozusagen, du weißt, dass es gewiss ist, dass du erfolgreich sein wirst. Ja, es ist eine absolute Gewissheit. Du bist erfolgreich. Wie fühlst du dich da? Lass dich darauf ein und schreib alles auf. Ja.
Diese Frage basiert auf folgendem Hintergrund. Wir sind Energiewesen und es geht darum, in welche Energiefrequenz bin ich. Und je öfter du dich in die Energiefrequenz hineinbegibst, in der du auch wirklich sein möchtest, nämlich erfüllt zu sein, dass dein Erfolg dir gewiss ist, ja, dass das wirklich da ist, dass es keine, es könnte sein, möglich, vielleicht auch nicht, sondern es ist tatsächlich ein Fakt. Ja. Und je mehr du in dieser Frequenz drin bist und dir auch erlaubst, dass das immer mehr auch Raum in dir einnimmt, weil schon allein, dass du diesen Wunsch hast, dass du erfolgreich in einem bestimmten Bereich bist, wenn es wirklich von Herzen kommt, dann möchte das natürlich auch manifestiert werden. Und je mehr du in dieser Energiefrequenz drin bist, desto mehr wird sich das auch im Außen zeigen. Also begib dich da hinein, ja, und vergiss nicht, wir sind Energiewesen, in welcher Energiefrequenz bist du? In der dir dienlich ist, die dir weiterhilft oder in einer, die dich hindert? Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, was wirst du tun, wenn du weißt, dass der Erfolg deiner Aktion, deiner Sache, deines Zieles gewiss ist? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Auch hier, schreibe auf. Es wird vielleicht ein kleines bisschen schon mit der ersten Frage abgedeckt sein, aber trotzdem ist mir wichtig, dass ich auch nochmal dieses Tun abfrage. Ja, beziehungsweise du dich selbst abfragst. Schreibe alles auf. Und die dritte Frage ist, und jetzt wird es ein bisschen konkret und ich hole dich im Grunde wieder jetzt zurück, dass du dich energetisch schon darauf eingestimmt, ja, und dass dieser Erfolg auch wirklich Raum einnehmen kann in deinem Leben. Und nun wird es Zeit, ganz konkret zu sein, nämlich mit der Frage, was ist dein erster Schritt? Schreibe auf, was ist dein erster Schritt, damit dieser Erfolg, der energetisch eigentlich gewiss ist, ja, dass er tatsächlich auch in deinem Leben Platz einnimmt. Was ist der erste Schritt in diese Richtung? Und ich empfehle dir, diesen ersten Schritt, und wenn er noch so klein ist, ja, es geht nicht darum, die Riesenschritte zu machen und du musst dir auch nicht schon Kopf machen, oh Gott, ja, ich muss dann alles fertig haben, sondern nur einen nächstmöglichen Schritt. Und dieser nächstmögliche Schritt, wie gesagt, kann klitzeklein sein, aber er sollte innerhalb der nächsten 24 Stunden sein. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann machst du den nächsten Schritt. Auch da machst du ihn so schnell wie möglich. Ja? Okay. Das waren meine drei Schlüsselfragen, die dir helfen, deine Ziele, ja, deine Herzensziele zu erreichen, erfolgreich zu sein. Okay, also ich danke dir für dein Zuhören, für dein Zuschauen. Vor allen Dingen danke ich dir, dass du dich darauf einlässt. Und ich freue mich, wenn du mir auch einen Kommentar dazu schreibst, wie du das erlebt hast, was sich da so bei dir getan hat. Und ich danke dir und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Und hey, lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit. Dafür danke ich dir wirklich aus tiefstem Herzen. Also, bis bald. Ciao.